Dun, 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 splish, splash, I was taking a bath. Dun, dun, dun. Schönen guten Morgen, liebe Freunde. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Julia Live. Wow. Ach, so heißt das jetzt? Das ist aber schön. Genau, jetzt heißt es Julia Live. Okay, wie cool. Geht's euch, liebe Freunde? Wie geht's dir, Julia? Mir geht's gut. Dankeschön, Chan. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Dankeschön, Julia. Wie geht's dir? Tamara sagt auch, ihr geht's sehr gut und dem Andreas hoffentlich auch. Und Teamster und Pia und Andrea Yo. Und Kerstin und alle anderen, die da sind. Movement hört sich. Hey, Movement! Hört, Julia Live hört sich gut an. Yay! Genau. Ja, schön, dass ihr alle dabei seid. Wie immer gilt, wir sind auf behance.net/live/de und da ist unsere. Oh nein, bin ich abgehakt? Ich bin irgendwie auch abgehakt, kann das sein? Also ich sehe. Sind wir beide abgehakt? Oh, crazy. Julia ist ein bisschen robotic, aber es ist kein Problem, weil wir machen heute eh den Robo-Dance. Genau. Aber kommt gerne rüber auf behance.net/live/de. Wenn ihr auf YouTube zuschaut, ist es auch okay. Na, guck mal, der neue Reim hier. Es ist auch okay, aber. Es ist okay. Auf Behance ist es Shay. Ja. Die Julia hatten wir ja schon mal da gehabt, so einmal oder so. Kennt ihr ja vielleicht schon, habt ihr ja schon mal mitbekommen, dass sie da ist. Und wir haben uns nämlich gedacht, es kam ja auch schon öfter die Anfrage von euch, dass ihr den einen oder anderen Gast auf jeden Fall noch mal gerne hättet, weil die Zeit nicht ausgereicht hat. Und deswegen haben wir jetzt mal gesagt, wir fangen jetzt mal an diese Woche und nehmen die Julia wieder rüber auf den Sitz der Künstlerin und sie zeigt uns heute Teil 2 der Serie Julia Live. Die Zeit reicht ja sowieso nie. Es ist nie genug Zeit für all das. Manu, ja, aber... Kann ich heute eigentlich den 10-Minuten-Joker einsetzen, oder? Das sehen wir dann. Je nachdem was du uns heute zeigst, Julia. Nehmen wir den Telefon-Joker. Ein Telefon. Nimm dir ein Telefon erstmal. Und Tamara fragt, bist du heute aufgeregter als Moderatorin, Julia? Nicht weniger als sonst auch. genauso viel wie sonst auch. Genau. Ich glaube nicht, dass das hier weggeht. Genau. Und der Teamster sagt auch, stell sie mal vor. Ja, Hallo, sollen wir das mal machen? Ja? Hallo, ich bin die Julia Zieger, ich bin freiberufliche Grafikdesignerin und Illustratorin. Echt? Ja. Und Moderatorin musst du jetzt noch dazu sagen. Und Host. Und Host. From time to time. Und Horst. Und Horst. Oh, Mensch, Madam ist auch wieder da. Habe ich lange nicht mehr gesehen. Hey, welcome. Hey. Yuki Design. Genau. Yuki. Hallo, Tim. hallo, Tim. Ja, Fritz sagt auch, Julia hat eine schlechte Verbindung. Wir wissen noch nicht, woran es liegt. Das kann sich aber. Ist mein Audio okay, oder? Dein Audio ist gut. Wir hören dich. Ich könnte mal versuchen, meinen zweiten Bildschirm abzumachen. Vielleicht ist es das. Tja, vielleicht ist es das. Ich oder du hast irgendwelche, rein. Oder du hast vielleicht aus Versehen irgendwelche Updates im Hintergrund am Laufen oder so, die eine Downloadrate. Wir sind ja eh gleich bei Illustrator. Genau. Aber das Gute ist, Thomas sagt auch Hi. Das Gute ist, da wir dich ja schon kennen, können wir ja auch direkt mal einsteigen. Aber ja, vielleicht magst du noch mal, weil wir hatten ja mit der Julia die allererste Sendung hier bei Adobe Live Daily. Stimmt. Im Sofa. Ja, Nummer 1. Nummer 1. Und vielleicht magst du uns mal zeigen, was du beim ersten Mal gemacht hast. Wenn du das noch weiß irgendwo ich doch hast. Jetzt nicht mehr. Oh, das ist doch so lange her, Chan. Das geht doch nicht. Das darf ich doch nicht mehr. Aber hast du das echt nicht mehr? Ich habe es auf jeden Fall auf meinem Behance. Warte mal, da habe ich so. Du hast diese Netflix-Katze damals gemacht. Das war der allererste Stream im Lockdown quasi, als wir alle zu Hause bleiben mussten. Genau. Ja. Ich gehe mal kurz auf Behance. Hat sie sich selbst auf der Kurzwahlliste, ja. Habe ich. Oh, auf der F1. Das ist auch noch der Stream. Hast du schon mein Mitspannchen? Sehen die Leute schon, was ich sehe? Alright, ja. Da ist es. Das du kannst ruhig mal hier auf voll sein Bild machen. Wie geht denn das? Da. Einfach oben auf die Leiste in der Mitte klicken, Doppelklick und dann macht er das an die Enden. Echt? So. Yes. So. Bam!
Magic. Genau. Das war die Zeit, als alle zu Hause bleiben mussten und gesagt haben, oh, es ist so langweilig, wir wissen gar nicht mehr, was wir machen sollen, jetzt wo wir nicht mehr auf unsere Rave-Partys gehen können. Ja, und genau. Da haben wir uns hier zusammengefunden, das allererste Mal vor wie vielen Streams? 54 Streams? 55? Ja, so ungefähr, ja. Schon ein paar Monate her. Genau, und haben zusammen dieses Poster hier geschaltet. Boring, weil alle nur noch Netflix gebinged haben. Ja, und Tony Hammer ist auch da und sagt, das sind meine Pyjamas. Ja, das ist richtig. Hey, Tony. Hi, Tony. My Pyjamas. Batman-Pyjamas. Ja. Richtig, das war das. Ja, das war das. Und da konntet ihr nämlich entscheiden, was da vorne so rumfliegt, ne? Ja, da haben quasi abgevotet, was soll da noch rumliegen bei dem. Genau. Im Wohnzimmer. Ja. Genau. Ja, Fritz sagt auch, kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Ja. Weil mit Adobe Live verfliegt die Zeit. Schwimmt die Zeit und man ist irgendwie in einer anderen Dimension und überhaupt. Und ja, und jetzt bin ich mal gespannt, was du uns heute mitgebracht hast. Das war vor 10 Wochen, sagt der Tim. Wow, krass. Ja, ist krass, ne? Ja, wir machen heute bastel ich mir meinen eigenen iPhone-Hintergrund. Was für ein Hintergrund? iPhone? Für mein iPhone mache ich mir heute meinen eigenen iPhone. Hintergrund. Ja. Ich habe iPhone verstanden. Wer ist denn dieser iPhone? Für den iPhone mache ich jetzt einen Hintergrund. Der iPhone ist heute rein. Genau, der iPhone. Und zwar mache ich mir da mal ein neues Dokument in meinem Illustrator. 1080x1920. Das ist übrigens auch das Instagram-Format, falls ihr Stories bauen wollt. Hochformatig. Und dann mache ich einfach mal OK. Und ihr wisst ja, dass ich viel meditiere. In meinem letzten Adobe Livestream noch in München habe ich ja auch eine Instagram-Story darüber gemacht, welche Vorteile das Meditieren hat. Mhm. Und ich möchte mir ein Wallpaper quasi machen, was mich daran erinnert, dass ich immer schön, und jetzt kommt es schon, auf meinen Atem achten soll. Wir hatten ja nämlich heute das, bevor wir uns hier angefangen haben zu unterhalten, haben Shan, Tim und ich uns schon darüber unterhalten, dass wie wichtig es ist, auf seinen Atem zu achten. Oh ja. Oh ja. Und oh ja. Zwar gibt es in der Meditation ein Mantra, was heißt Soham. Und das ist quasi das Geräusch, was man selbst macht, wenn man ein- und ausatmet. So, so ist quasi das Geräusch beim Einatmen und Ham ist quasi das Geräusch beim Ausatmen. Und bei der Achtsamkeitsmeditation sagt man sich das immer wieder, um daran erinnert zu werden, dass man ja auf seinen Atem achten soll beim Meditieren. Und immer wenn ich mein Telefon in die Hand nehme, möchte ich daran erinnert werden, dass ich auf meinen Atem achten soll, um schön ruhig und entspannt zu bleiben. Willst du mal meinen Hintergrund sehen? Ja, bitte. Ich bin so gespannt wie deiner. Warte, ich muss ihn mal zeigen. Moment. Und dann mache ich mir bloß mal kurz hier meine Colors an. Adobe Colors. Sieht's nicht so gut, ne? Was ist denn das? Das Spiegel. Das ist ein Foto. Ah, oh, das ist Studio Ghibli. Das ist das Ohmgesicht. Wie cool, Ohmgesicht. Ich habe übrigens Ohmgesicht. Hier hinten an meiner Wand habe ich was hängen. Da habe ich auf chinesischem Papier meine eigenen Ohmgesichter gebaut. Meine eigenen? Also meine eigenen Artworks für das Ohmgesicht. Mit chinesischer Tinte auf chinesischem Leinpapier. Ja. Nicht schlecht. Not bad. Das musst du mal einscannen und uns mal zeigen, Julia. Vielleicht mache ich das mal noch fertig. Ja. Mach das. Ich habe eine Frage an dich, bevor du loslegst. Ja, was für ein iPhone hast du denn? Ich habe das neue iPhone SE 2 seit ein paar Wochen. Oh, das SE 2 sogar. Ja. Und ich bin unglücklich damit, weil es viel zu groß ist für meine Hand. Weil ich hätte dir nämlich vorgeschlagen, die neueren iPhones haben nämlich eine andere Auflösung. Und ich hätte dir vorgeschlagen, vielleicht erweitern wir das die Arbeitsfläche ein bisschen, weil die neuere Auflösung ist nämlich 1125x2436. Ah, warte, sag nochmal. 1125. Kann ich ja auch über das Artboard machen. Husch. Ja, 1125x2436. Also beim XXS zum Beispiel. Jetzt gucke ich mal beim Max, ob das eine andere Auflösung ist. Dann nochmal die erste Zahl. Nee, die andere, der XX Max hat sogar noch eine größere. Vielleicht nehmen wir sogar die. Na, sag mal. Die hat 1242. 1242 mal 2688. Wenn diese ungeraden Zahlen hierher, was soll das? Ja, da kann man sich ja gar nicht merken. Okay, cool. Dankeschön. Gerne. Weil dann sehen wir einfach, das ist euer Artboard nochmal zu verändern. Da könnt ihr jederzeit rein über das Artboard-Tool.
So. Yes. Sehr schön. Machst du denn eigentlich auch einen Notch rein? Also baust du das so mit ein, damit du weißt, wo es ist? Nö, das mache ich diesmal so Pi mal Daumen. Kann man natürlich machen, das ist eine gute Idee auch. Und ich möchte euch ein paar Tools zeigen, mit denen ich heute arbeite. Und zwar möchte ich im Hintergrund quasi so eine schöne, ganz organische Linie, die so den Atem symbolisieren soll. Da möchte ich mit Verläufen arbeiten und dann möchte ich noch die Worte Soham reinschreiben. Und für diesen Atem quasi, für diese Atemlinie, nehme ich das Pen-Tool. Das erreicht ihr über N. Klickt ihr einfach N auf eure Tastatur oder hier drüben. Quasi N wie Pen, ja, macht Sinn. Das Buntstift-Tool. Und dann könnt ihr einfach, wenn ihr ein Wacom-Tablet habt oder anderes Grafiktablett, könnt ihr damit einfach anfangen zu zeichnen. Ist mega intuitiv, finde ich. Da kann man einfach mal ausprobieren. Und ihr seht, wenn ich fertig bin mit Zeichnen, dann verfeinert Illustrator von alleine so ein bisschen den Pfad. Das heißt, je nachdem, wie meine Einstellungen sind, wenn ihr hier auf das Pen-Tool draufklickt, könnt ihr sehen, dass ihr sagen könnt, wie genau der fertige Pfad dementsprechend soll, was ihr gezeichnet habt. Und ich mache es immer gerne ein bisschen glatter und sage auch, Pfade schließen, wenn innerhalb von 20 Pixeln sich die Pixel berühren. Das heißt, er schließt den Pfad für mich. Wenn ich also einen Kreis zeichne oder irgendeine andere organische Form, dann macht er mir das automatisch eine Form draus, statt nur einen offenen Pfad. Das ist mega nützlich. So, ich mache den nochmal weg, weil der gefällt mir nicht so richtig. Und mache jetzt hier nochmal ernsthaft etwas. Teamster schreibt, hey Pia, es ist gemeint, Pi mal Daumen, nicht Pia mal Daumen. Pia mal Daumen. Ja, schon hast du deinen Spitznamen weg. Pia mal Daumen. So, die finde ich ganz cool hier. Jetzt muss ich mal schauen, einige von den Pfaden haben sind ein bisschen quasi out of shape, die sind nicht, die Anfasser sind nicht in einer Linie, die sind quasi verbogen und dann macht man daraus eine Ecke. Und ich möchte aber, dass alles schön rund ist. Und dann kann ich hier oben auf diesen kleinen Button klicken. Und dann macht er mir daraus eine Kurve sozusagen. Oh. So, und was ich jetzt machen möchte, jetzt kommt der coole Stuff. Wenn ich das angewählt habe, gibt es hier in Illustrator ein Tool, das heißt das Breitenwerkzeug. Und mit dem Breitenwerkzeug, da kommt ihr hin über Umschalt W oder ihr klickt hier einfach drüben in das Menü, hier drüben ist das, sieht ein bisschen komisch aus. Und mit dem Werkzeug könnt ihr jedem Pfad sagen, wie dick oder dünn er an einer bestimmten Stelle sein soll und könnt damit mega organische Formen herstellen. Das sieht super cool aus. Ich zeige euch das mal. Ihr klickt dazu einfach auf den Pfad und mit dem Breitenwerkzeug klickt ihr rein und fangt an zu ziehen. Und ihr seht, wie das sich hier einfach so komplett verändert. Und wenn ich hier ziehe, dann verändert er auf beiden Seiten die Dicke des Pfades. Wenn ich jetzt Alt klicke, dann verändert er nur eine Seite. Ihr seht, er hat jetzt nur an einer Seite angefangen. Ich lasse das jetzt mal wieder los und fange einfach mal an, hier ein bisschen dran zu arbeiten. Ich nehme mal eine andere Farbe, damit man es besser erkennt. It's getting thick, exactly. Und ich kann mit dem breiten Werkzeug, solange ich das ausgewählt habe, auch diesen Pfad, diesen Punkt, den ich hier gemacht habe, den kann ich immer noch verschieben. Und ihr seht, wie sich das hier anpasst und ihr könnt damit so richtig schön rumspielen. Damit kann ich Stunden zubringen. Es macht einfach mega viel Spaß. Und dann fange ich einfach mal an und ihr seht, ihr könnt da wieder dünner werden und dann wieder dicker werden. Könnt nur sieht jetzt schon aus, als ob es ein Gesicht ist, ne? Ja, ne? Es ist wie eine Silhouette. Ja, das hast du so diese etwas plumpe Nase, dann so zwei Lippen und ein riesiges, riesiges Kinn. Also es ist wirklich riesig, was da unten rauskommt. Ein bisschen wie so eine Elvis-Tolle, ja? Ja, von unten halt. Genau. So. Ja, benutzt er dann, um Teller draufzustellen zum Essen. Und wichtig ist auch, wenn ihr einen Punkt wieder loswerden wollt, weil ihr zufällig hier irgendwo eingesetzt habt und der gefällt euch nicht. Ihr seht, was ihr da für coole Sachen machen könnt, ne? Ihr klickt einfach ist ja auf mega den Punkt cool. Und drückt auf Entfernen und dann ist er wieder verschwunden. So, und ich möchte halt jetzt, das soll halt aussehen wie das Einatmen, das Ausatmen, so ein bisschen organisch wie Luft. Und ich schaue einfach mal, wo ich jetzt hier was dick mache und was dünn mache. Wo hast du, also wo holst du dir deine Referenz dafür? Überlegst du das einfach selbst oder hast du dir vorher ein paar Sachen angeguckt, wo du denkst, was repräsentiert denn so Atmen und was könnte ich denn da nehmen als Symbolik? Ganz witzig, ich habe mir so ein kleines Räucherding gekauft, so ein kleines, wie so ein Porzellanstöbchen. Und da habe ich mir diese Räucherkerzen gekauft, die innen drinnen so ein Loch haben. Und die räuchern nicht mal nach oben raus, sondern die räuchern nach unten und das sieht dann aus wie so ein Wasserfall aus Rauch.
Und ich saß davor und war total hin und weg davon, wie das aussah. Es war so wunderschön. Und dann habe ich das gefilmt und habe mir dann daraus Screenshots gemacht und ich habe es einfach nur so ein bisschen studiert, um zu gucken, wie so die Form ist von sowas. Und da bin ich dann auf die Idee gekommen. Genau. Nice. So einfach geht's, Freunde. So einfach, Alltagsgegenstände. Einfach hinschauen, genau. Ja. Ja, meine Freundin ballert hier auch immer alles zu mit Räucherstäbchen und hat sich da jetzt auch irgendwie so ein Set auf Amazon geholt, Kräuterhexen-Set oder sowas mit irgendwie Salbei und irgendwelchen anderen Kräutern, die man hier schön verbrennen kann. Und es ist dann immer so, kommst dann in diesen einen Raum rein und so, okay, wow. Also ich weiß nicht, ob das der Effekt sein soll, aber du bist dann halt irgendwie total... entspannt. Okay. Ja, ich weiß es nicht. Es fühlt sich so ein bisschen, als ob dir jemand ein Kissen aufs Gesicht drückt und sagt, setz dich mal hin, Junge. Ja, man kann es, glaube ich, auch übertreiben. Wichtig ist, dass man, glaube ich, immer noch atmen kann. Das ist eine gute Daumenregel. Ja, so, okay, wow, was machst du? Machst du das auch öfter? Das Räuchern zum Atmen? Nee, manchmal. Kommt ein bisschen auf meine Stimmung an. Manchmal mache ich einfach gerne das Fenster auf, wenn es so geregnet hat oder so, und dann genieße ich das. Mhm. Dann möchte man nicht unbedingt. Ja. Nee, aber das ist auch richtig. Man muss ja nicht übertreiben, wie du gesagt hast. Ne? Und interessante Frage von Fritz: Ist das Fahrtwerkzeug in Illustrator vergleichbar mit dem in Photoshop? Ja, das Fahrtwerkzeug ist grundsätzlich das Gleiche, genau. Das Breitenwerkzeug gibt es in Photoshop, glaube ich, nicht. Soweit ich weiß, gibt es das da nicht. Wenn ihr mit dem Breitenwerkzeug arbeitet und ihr seid nicht mehr sicher, wo ihr so einen Punkt gesetzt habt, dann könnt ihr einfach Steuerung H oder Command H auf dem Mac klicken und dann gehen die anderen Punkte des Pfades weg. Und dann seht ihr, wenn ihr drüber hovert mit dem Breitenwerkzeug, wo eure Breitenpunkte sind. Weil es manchmal ein bisschen verwirrend sein kann. Und dann könnt ihr hier schön drin arbeiten. Und wie gesagt, wenn ihr einen aus Versehen einen daneben setzt, der nicht hingehört, dann einfach auf Entfernen klicken. Und dann ist es weg. Und dann weg. Dun, 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 dun. Ha. Und Silvia und Melve haben das Tool jetzt auch gerade erst für sich entdeckt und sagen, es ist mega cool. Ja. Yeah. Und was ihr damit auch machen könnt, ist Handlettering. Ihr könnt richtig cooles Handlettering machen. Ihr könnt ja das Pen-Tool quasi für alles Mögliche benutzen und sagt hier zum Beispiel Julia oder so. Und dann geht ihr mit dem rein und sagt, bei Kalligrafie ist es ja so, wenn ihr mit einer Pinselspitze malt, die Striche, die nach unten gehen, sind immer dicker als die nach oben gehen. Das ist einfach die Natur der Federspitze. Das heißt, ihr könnt einfach reingehen und sagt, hier ist es dick. Ja. Und wenn ihr das nach oben geht, ist es wieder dünn. Und damit könnt ihr halt richtig coole Kalligrafie machen. Ne? Very smooth. Ja, und wenn ihr mit links zeichnet, dann ist alles verschmiert. Dann macht ihr einfach den Verschmiereffekt drüber. Und dann sieht das auch super aus. Ne? So. Sehr, sehr schön. Zora sagt, bei diesem aufsteigenden Dampf fällt mir gerade auf, dass ich einen Kaffee brauche. Ja, genau. Oh ja. Ja. Aber interessant, dass Dampf, ne, dass man Dampf und Atmen assoziieren kann. Beziehungsweise, dass es ja auch Sinn macht, obwohl Dampf und Atmen ja nicht zwangsweise zusammengehören. Richtig, das stimmt. Ja. So, ich bin mit dem jetzt hier eigentlich ziemlich happy, sieht cool aus, finde ich. Hallo. Und ich will mich da auch gar nicht so lange drauf. Ihr habt die Idee gesehen. Und jetzt, was mache ich jetzt? Jetzt möchte ich... ich möchte es gerne in der Mitte so ein bisschen heller haben. Dazu mache ich einen Trick. Ich nehme mir den Pfad und dupliziere mir den. Das heißt, ich kopiere und dann dupliziere ich mir den, indem ich den an dieselbe Stelle wieder einsetze mit Umschalt, Control V. Dann ist der an dieselbe Stelle nochmal eingesetzt. Ich klappe das hier mal auf. Jetzt habe ich das zweimal gemacht. Und wir haben jetzt zweimal denselben Pfad an derselben Stelle. Ich blende mal einen davon aus und mache den jetzt in einer anderen Farbe. Mach das mal. Zum Beispiel so hellblau oder hellweiß, das sieht auch schön aus. Und jetzt nehme ich mir ein Rechteck und jetzt gehen wir in die Welt der Masken. Das ist sowas wie eine Art Paralleluniversum in Illustrator. Da kann man sich schnell drin verirren, wenn man nicht weiß, wo man ist. Ich zeige euch, wie ihr euch da orientieren könnt. Und zwar sind die Masken unter diesem Transparenz-Icon. Und wenn ihr Pfad angewählt habt, das ist ganz wichtig, der muss ausgewählt sein, könnt ihr sagen, Maske erstellen. So, und dann erscheint daneben so ein schwarzes Viereck. Das heißt, alles, was jetzt da war, ist maskiert. Man kann davon nichts mehr sehen. Das stellen wir aus.
gehen dann quasi in die Parallelwelt, in das Maskenuniversum, indem wir hier auf diese Maske klicken. So, jetzt könnt ihr in den Ebenen sehen, wir haben die normalen Pfade, sind nicht mehr sichtbar. Wir befinden uns jetzt in der Parallelwelt der Masken. Die andere Dimension. Die andere Dimension. Jetzt nehme ich mir ein Rechteck, ziehe mir das hier drüber und das wird meine Maske. Die maskiert im Moment gar nichts, weil die keine Füllung hat. Die ist jetzt weiß und ich mache sie jetzt schwarz. Außerdem könnt ihr sehen, jetzt ist quasi maskiert, was die Maske maskieren soll. So. Mhm. Das Coole an Masken selbst ist, dass sie jede Form, Farbe, wie alles andere in Illustrator auch haben können. Und wir können denen zum Beispiel einen gaußschen Weichzeichner geben. Das mache ich jetzt mal. Ich gehe hier oben auf Effekte, sage Weichzeichnungsfilter. Ein Segen für das non-destruktive Arbeiten. Richtig. Und jetzt seht ihr hier, ist die Vorschau, dass er mir auf die Maske einen Weichzeichner legt. So, das Problem mit dem Weichzeichner in Illustrator ist, dass ihr manchmal diese Box bekommt, die um den gaußschen Weichzeichner drumherum liegt. Das heißt, das hat sogar einen Namen, das ist das Gaussian Blur Cutout Problem. Wenn ihr das habt, ich mache den mal ein bisschen größer, damit ihr das gut sehen könnt. Wenn ihr auf dieses Problem stoßt, ist das gar kein Problem. Ich sag mal, okay. Hier seht ihr das. Ich habe quasi den Blur, aber er ist abgeschnitten. Das ist überhaupt kein Problem. Dann geht ihr hier oben auf Effekte, Dokumenten, Raster, Einstellungen und sagt, um Objekte herum soll ein Pixelrand sein von, und das ist voreingestellt, 36 Pixel. Das reicht nicht, um den Blur darzustellen. Den macht ihr einfach größer, sagt okay. Und dann müsste der, dann rendert er nochmal kurz drüber. Hier kommt der Fortschrittsbalken. Vollautomatisch natürlich. Der Beachball der Hölle und dann ist der Blur ganz normal, wie er sein sollte. Oh mein Gott, so. Das ist ja klasse. Ja, das ist fantastisch. Nein, das ist echt cool. Das ist wirklich ein cooler Tipp. Genau, und wenn, ja, weil das halt painful sein kann. Man arbeitet halt oft mal mit großen Objekten und wenn der Blur dann nicht funktioniert, ist genau das Problem. So, ihr seht jetzt, wenn ich den Blur verschiebe, kommt jedes Mal dieses Renderfenster. Jedes Mal sagt er muss neu rendern und den Blur neu errechnen. Das könnt ihr auch umgehen, weil das ist ein super Workflow-Stopper. Das ist wie so ein Flaschenhals, der euch jedes Mal aus eurem Workflow rauszieht, indem ihr auch auf das Dokumentenraster geht und einfach hier in der Auflösung auf 72 ppi runtergeht. Das ändert nichts an eurem Dokument. Das heißt einfach nur, dass der Computer weniger Zeit braucht, um all diese Effekte zu rendern. Ihr könnt leichter arbeiten und nachher, wenn ihr das ausgebt, stellt ihr die BPI einfach wieder hoch und es ist alles genau, wie es vorher war. Das für euch ist es einfach eine Riesenerleichterung. So, hier ist mein Blur. Den drehe ich jetzt um. Ihr seht da, was hier passiert. Er maskiert jetzt quasi das Gegenteil. Er zeigt mir das, was in der Maske war. Ich habe quasi die Maske invertiert. Jetzt mache ich den Blur mal noch ein bisschen kleiner, weil so krass möchte ich es eigentlich gar nicht. Okay, so. Und die Maske, die habe ich jetzt immer noch ausgewählt. Kopiere mir die mit Command-C. Und jetzt ist wichtig, dass ihr aus der Maskendimension wieder rausgeht, weil ihr werdet euch sonst wundern, wenn ihr weiter arbeitet, dass nichts passiert. Ihr seid nämlich immer noch in der falschen Dimension. Also gehen wir zurück in normales Illustrator, indem wir hier zurück. Ich finde es schön, dass du in Dimensionen arbeitest. Weil es mich früher echt verwirrt hat, weil ich nicht mehr wusste, was los ist. Ich dachte, Illustrator spinnt, aber ich bin einfach nur ganz woanders. Und mit der Maske immer noch ausgewählt, gehe ich jetzt zurück auf meinen eigentlichen Pfad, mache auch da Maske erstellen, gehe da hinein. Und mach wieder, paste die Maske quasi wieder in place, genau da, wo sie hingehört. So, jetzt gehe ich wieder raus aus der Dimension und stelle den anderen an. Und ihr seht jetzt, was das gemacht hat. Wow. Es zeigt mir von dem einen quasi das Positiv an und von dem anderen das Negativ. Genau den Effekt wollte ich haben. Und dann habt ihr den coolen Lichtstrahl hier drin quasi. Den habt ihr, den Beam quasi. Und was ihr jetzt auch noch machen könnt, ist den Pfad selbst. Ihr habt so viele Möglichkeiten in Illustrator. Ihr könnt den Pfad selbst auch einen kleinen Gaussian Blur geben. Das heißt, wir machen hier nochmal einen Effekt. Und jetzt seht ihr, wie das hier so noch so einen mehr ätherischen Effekt bekommt. Ja? Und das möchte ich jetzt auf dem hier auch noch haben. Blur anwenden. Hier möchte ich aber nicht so viel. Ich möchte immer noch, dass es schön erkennbar ist. Aber ich möchte das in der Mitte eben ein bisschen ätherischer haben, genauso. Alright, ich finde, das sieht schon mal ziemlich cool aus. Und ich kann auch immer wieder reingehen und wenn ich der Meinung bin, das könnte ein bisschen mehr werden oder ein bisschen weniger werden, kann ich an den Effekt rumspielen oder ich kann den Pfad verändern. Das ist alles quasi non-destruktiv, wie du schon gesagt hast. Alles editable. So, nehme ich mir jetzt mein Textwerkzeug. Und das ist vielleicht auch, weil nämlich gerade auch die Frage kam von Sir Eki, der große Vorteil
mit der Methode, mit der du gerade arbeitest, versus einem klassischen Verlauf, würde ich jetzt mal sagen. Oder würdest, wie würdest du das sagen? Weil du kannst nämlich ja das, durch diese Maskenoption kannst du ja jederzeit die, die Überlagerung ändern. Ne? Wenn dir das jetzt zu breit ist, kannst du es ein bisschen dünner machen oder kannst die duplizieren, nochmal irgendwo anders hin. Beim Verlauf ist es ja so, du setzt den Verlauf und dann ist er fix. Genau so ist es. Leider. Genau. Und das ist the difference. The difference. The magic. Difference. Genau. Zeigt übrigens auch, warum es so wichtig ist, dass man eben verschiedene Tools hat, diese spezialisieren auf verschiedene Sachen, wie eben jetzt hier Illustrator mit Farbzeichnen. Man kann auch, weil die Frage eben kam, natürlich Sachen mit Photoshop machen. Man kann auch natürlich mit After Effects ganz viele Sachen machen. Ich kenne Leute, die machen fast alles nur in Photoshop oder nur in After Effects. Aber, ja. Und das ist ja eben das, die Sache. Diese Tools sind Allrounder für bestimmte Sachen, aber wenn du wirklich ins Spezielle gehen willst und ich sag mal zum Beispiel jetzt hier im Bereich Illustration, dich vertiefen möchtest, ist es natürlich ratsamer, das Tool dafür zu nehmen, das darauf spezialisiert ist, diese Wünsche so schnell wie möglich umzusetzen. So haben. So haben. So Hammer. Das. Hammers. Ach so. Ja, genau. Ich meine nicht den Verlauf in der Maske schon. Okay. Welcher Verlauf ist denn sonst gemeint? Hm. Zu Verläufen kommen wir gleich auch noch. Ich habe mir jetzt hier erstmal mein Wörtchen reingeholt. Und ich möchte es zentrieren. Und zwar möchte ich das an der Arbeitsfläche zentrieren. Und wenn ich mir diese Ebene aussuche, kann ich bei Ausrichten sagen, dass hier unten an dem Feld Ausrichten an Zeichenfläche oder an Auswahl. Und ich will, dass es zentriert an der, an der Zeichenfläche ist. Das heißt, ich sage Center, Horizontal, Vertical. Text Alignment ist auch Center, das heißt, es ist jetzt alles genau in der Mitte. So, so haben quasi. Find den Hintergrund noch ein bisschen fad, da würde ich jetzt mal ein bisschen mutig sein und mir meine Hintergrundebene duplizieren. Und dann würde ich habe die jetzt angewählt, die hat diese orange Füllfläche und jetzt gehe ich hier mal auf mein Verlaufswerkzeug und wähle einen Freihandverlauf. Und anhand der Farben, die ich bereits verwendet habe in meinem Dokument, macht mir Illustrator einen Vorschlag quasi für einen Gradient. Und ich glaube, der hier sieht schon ganz cool aus. Ich möchte es aber auch noch ein bisschen mehr. Also ich habe mir hier in meinem Adobe Color Links, habe ich mir hier so ein paar Farben rausgesucht. Und ihr seht, bei dem Freihandverlauf setzt Illustrator quasi in den Gradient so kleine Punkte rein. Und die Punkte strahlen quasi nach außen. Und da, wo die sich treffen die Farben, verfließen die quasi ineinander. Und ihr könnt jeden einzelnen Punkt auswählen und euch eine eigene Farbe dafür aussuchen. Und damit könnt ihr so wunderschöne Verläufe erzeugen. Und um das zu machen, wenn ihr die Ebene angewählt habt, drückt ihr einfach auf G. G bringt euch immer zu eurem Gradient. Und dann sind die Punkte, da klickt ihr einfach doppelt drauf, dann geht entweder das Fenster auf oder wenn ihr das angewählt habt, da seht ihr, dass dieser kleine Kreis drumherum, könnt ihr rüber in euer Color Themes gehen und euch einfach eine Farbe aussuchen. Ja, und das sieht auch mega cool aus, wie das gerade ineinander verläuft. Ne? So ganz natürlich und harmonisch. Ich finde, das ist das geilste Feature dieses Jahr, ich glaube, es war auch schon letztes Jahr, was Adobe Illustrator bekommen hat. Ja. So, jetzt machen wir mal ein bisschen noch was mit der Schrift. Und zwar kopiere ich mir die mal. Command-C, Command-V, ich paste sie mir wieder genau an dieselbe Stelle. Das Original blende ich mir mal aus. Und jetzt mache ich aus der Schrift darüber, die wandle ich jetzt um. Und zwar mache ich daraus keine Fläche, sondern nur Objekt. Das heißt, ich habe jetzt nur die Linien. Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Das hat jetzt quasi eine Kontur. So, das ist jetzt alles eine Gruppe. Ich löse die Gruppe auf. Jetzt sind das alles einzelne Flächen. Das seht ihr hier drüben in meinen Ebenen. Jetzt nehme ich mir zum Beispiel dieses O. Und dann ziehe ich mir das O und drücke auf Alt und ziehe mir da quasi eine Kopie nach hinten. Jetzt habe ich zwei O's. Grafzahl. Dann wähle ich mir die beide aus. Und dann drücke ich Alt Command B oder Alt Steuerung B und damit aktiviert ihr das Blend Tool. Das heißt, wir werden jetzt diese beiden Formen ineinander angleichen, nennt man das. Das heißt es im Deutschen, das Angleichen Tool. Drück das mal.
Jetzt seht ihr, dass Illustrator zwischen diesen beiden Formen quasi ganz viele Kopien erstellt und die ineinander verblendet. Das könnt ihr einstellen, wie viel das sein soll. Dann geht ihr einfach hier, das ist das Tool übrigens, das ist W. Jetzt drückt ihr drauf, dann gehen die Optionen an und dann könnt ihr hier die Vorschau klicken und sagen, ah, festgelegt, Stufen, ich hätte lieber 40. Und je nachdem, so ändert sich dann. Ihr könnt damit auch richtig fließende Formen erstellen. Das ist ein mega cooler Effekt. Und jetzt nennt man das nicht so ein Bezier? Ist das nicht so ein Bezier-Effekt? Oder wie nennt man das? Also diese... Das nennt sich, wie heißt das? Moret-Effekt? Moret. Meinst du das? Ich kenn's nur von... Es gab früher doch diese Bildschirmschoner auf Windows, ne? Und dann da hieß der eine Bezier und gab's genau solche Formen. Deswegen muss ich gerade dran denken. Moiré. Moiré, danke schön, Rufus. Die Stimme aus dem Off. Genau, aber bitte was, Commander? Ja. Das Coole an dem Angleichen-Werkzeug ist, wenn ihr die beiden Formen erstellt, erzeugt es alleine quasi so eine Art Wirbelsäule. Und das ist dieser grüne Pfad hier in der Mitte. Ihr könnt auch eigene Wirbelsäulen erstellen. Das heißt, ihr könnt einen Pfad erstellen, zwei Objekte ans Ende von beiden packen und wenn ihr alles drei ausgewählt habt, macht ihr quasi eine angleichende Funktion anhand dieses Pfades. Ihr könnt aber auch, wenn der Pfad hier drin ist, den immer noch verändern. Das ist ein ganz normaler Pfad. Ich gehe mal, brauche mal das Formwerkzeug, hallo. Achso, ich habe meine Punkte ausgeblendet. Und ihr seht, ich kann den hier verändern. Und ich kann noch biegen. So. Und dann bewegt sich das quasi immer alles anhand dieses Pfades. Super coole Sache. So, ich sehe schon, warum du Dimension ausgewählt hast, weil das passt nämlich jetzt ganz gut hierzu, ne? So, du alte Dimensionsverschieberin hier. Genau, wir machen das gleich noch, es wird gleich noch ein bisschen anders aussehen. Ich möchte, dass das auch wie so ein Atem aussieht, wie so ein Atemausstoß. Und dazu möchte ich das hintere O, ihr könnt alle Formen immer noch hinterher verändern, das hintere O nehme ich jetzt und mache das ein bisschen kleiner, um so ein bisschen Perspektive zu erzeugen, damit es aussieht, als würde es im Hintergrund verschwinden, okay? Und das ausgewählt, damit nehme ich jetzt auch wieder diese Effekte und mache darauf einen Gaussian Blur. So, es kann gerne ein bisschen mehr sein, ein bisschen mehr bitte. So, jetzt seht ihr, wie schön das aussieht. Ich mache mein altes O mal wieder an und jetzt seht ihr, das sieht aus, als würde das O so ausatmen, ja. Geil, ja krass, ne, also... Eben war es jetzt noch ganz gestreckte Linien durch den Weichzeichner, wirkt das jetzt nochmal wieder ganz anders. Genau. Fast schon wie eine Straße. Auch hier könnte man zum Beispiel wieder eine Maske drauflegen und das nach hinten eben verschwinden lassen. Einfach, indem wir einen Verlauf drauflegen, von weiß nach schwarz, würde die Maske quasi das hintere dann verschwinden lassen. Aber es macht es so, glaube ich, auch schon ganz gut. Wahnsinn. So, das mache ich mal noch mit dem M. Das M noch. Und deswegen, liebe Freunde, lohnt es sich immer zu gucken, was die neuesten Updates sind. Und wir werden auch, deswegen haben wir jetzt die neue Rubrik in Discord übrigens. Ne? Die Feature-Updates, da werden wir euch auch jetzt immer wieder, wenn neue kommen, und jetzt im Juni kommen auch eine ganze Menge neuer Features, werden wir euch mit updaten und euch nochmal reinschreiben in Discord, welche Features jetzt gekommen sind, damit ihr auch immer up-to-date seid und die Sachen ausprobieren könnt, sobald. Eigentlich könnten wir auch einen Feature-Stream machen, das wäre auch cool. Ein Feature-Stream. Finde ich immer gut. Los Features. Fritz hatte noch eine kurze Frage, bevor du jetzt weitermachst. Du machst jetzt quasi du replizierst den Effekt ja jetzt mit den anderen Buchstaben, richtig? Sehr gut, dann kann ich dich jetzt noch was fragen. Der Fritz hatte nämlich eben gefragt, finde ich auch sehr interessant. Realistischerweise, wie viele Projekte konntest du jetzt in den letzten 10 Wochen verwirklichen? Seit dieser ganzen Phase. Das kommt auf die Größe des Projektes jetzt an, würde ich mal sagen. Ich habe im Moment gar nicht so viele. Ich habe viel Arbeit, aber ich würde es nicht Projekte nennen. 10 Wochen sind eigentlich nicht viel. Ja, Hand aufs Herz, ein Jahr geht auch schnell rum. Man hat immer noch, das Leben geht weiter, man hat Probleme und Stimmungen und ich glaube, man muss einfach Spaß haben, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Und wie viel da am Ende bei rauskommt, keine Ahnung. Ich messe das auch gar nicht an fertigen Projekten. Ich würde sagen, wenn ich Spaß hatte, war es eine gute Zeit und dann war es gut, glaube ich. Ich möchte dazu keinen Kommentar abgeben. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Ja,
Ja, vielleicht so zwei oder drei, würde ich sagen. Ja, aber ist doch immerhin was. Das ist doch auch schon was. Ne? Vor allen Dingen, wenn man ja auch sieht, was für einen Aufwand du da betreibst, zwei oder drei ist ja nicht wenig. Ne? Fritz muss leider gehen, sagt schon, schau mir den Rest der Aufzeichnung an, obwohl live mehr Spaß macht. Schön, dass du dabei warst, Fritz. Ja, bis schön, morgen. Hoffentlich bis morgen. Ihr wisst ja, wie immer, könnt ihr euch alle Streams im Nachgang auch ansehen. Dann natürlich auch den von der Julia, falls ihr was verpasst habt oder euch die Features, die die liebe Julia hier zeigt, nochmal anschauen wollt. Könnt ihr das natürlich gerne tun auf Behance, wenn ihr einfach runterscrollt hier bei uns auf /live/.de oder eben auf YouTube auf unserem Videochannel. Und entschuldige, ich hatte dich gerade unterbrochen, Julia. Erzähl weiter. Ich mache mir als nächstes, jetzt bringe ich hier so ein bisschen Räumlichkeit in meine Schrift rein. Dazu ziehe ich mir einen Kreis auf. Und dieser Kreis bekommt eine Füllung, und zwar diese radialen Schwarz-Weiß-Verlauf von innen nach außen. Der kriegt das Bäuchlein gefüllt. Den mache ich von schwarz nach schwarz, und die eine Seite schwarz stelle ich mir auf 0%. So sieht das jetzt aus. Den nehme ich jetzt und dann setze ich den in meinem Aussehenfenster bei Deckkraft auf Abdunkeln, damit er nicht mehr so komisch, so einen komischen Effekt hat. Jetzt vermischt er sich quasi schön mit dem Hintergrund. Und den ziehe ich mich jetzt unter meine Schrift und dann transformiere ich den so, dass der aussieht als, das sperre ich mal mit Command 2, so unter mein S, als würde das hier stehen. Ihr seht, das S steht jetzt. Tja, hast du einfach da reingestellt, das S. Und ihr könnt auch immer noch an dem Verlauf arbeiten, indem ihr das anwählt und auf G klickt. Dann könnt ihr hier an dem Schieberegler ziehen, dass es nicht so einen harten Rand hat zum Beispiel. Ihr könnt mit der Transparenz runtergehen. Wenn ihr hier über dem Transparenzfeld seid, ihr müsst nicht hier jedes Mal draufklicken. Ich habe sowieso so ein Treiberproblem mit meinem Tablet. Es will immer gar nicht auf diesen Schieberegler klicken hier, den hier. Und manchmal lässt es mich das einfach nicht machen. Ich habe aber bei Toni gelernt, dass ich einfach nur hier drüber hubern muss und kann dann mit rein und raus zoomen, die Zahl verändern. Das geht eh viel schneller. Das ist ein super cooler Trick. Danke, Toni. So, ich ziehe mir den jetzt auch nochmal hier rüber, damit das O auch einen hat. Und ich glaube, was auch noch ganz cool wäre, wenn ich das O hier so halb hinter diesem Atemstoß verschwinden lassen würde. Ich ziehe mir das mal ein bisschen höher. So. Das ist das falsche O. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du das dann jetzt bei dem H, A und bei dem M machst, die ja eigentlich nach unten hin nicht abgerundet. Das wäre jetzt problemo. Spannend, Freunde. No problemo. Ja. Nada. Jetzt muss ich mir Problem. Meinen Schatten wieder hochziehen, so. Hallo, Schatti. Und bei meinem Schatten nehme ich jetzt, ich wähle mir meine Schrift aus. Und jetzt gehe ich wieder zurück in die Parallelwelt der Masken, hier auf meinem Transparenz. Fällt. Ich klicke hier auf Maske erstellen. Jetzt ist es weg. Jetzt ist es wieder da. Und jetzt gehe ich hier rein in das Maskenuniversum, nehme mein Pen-Tool und sage mir hier bitte maskieren. So. Aha. Das mache ich mir schwarz. Schöne schwarze Füllfarbe. Ich kann mir gut vorstellen, warum du das tust. Ja. Du Schlingel. Got it? Schlingel? Der Schlingel. Okay. So, da ist er. Er kommt durch das O. Seht ihr das? Ja, geschlungenerweise. Und jetzt ziehen wir das hier noch so ein bisschen gerade, damit das gut aussieht. So. So, nee, das ist zu viel. Warte. Moment. Ach. So, da. Schön. Klasse. Ungefähr so. Wir gucken jetzt nicht genau hin, ne? Ja! Einmal noch was. Das wirkt schon. Das wirkt. Das sieht doch schön aus. So. Das könnte ich hier unten bei dem M auch noch machen. Das M. Und bei dem H und bei dem A. Das Beinchen hier so ein bisschen. Bin ich noch in der Maske? Ja, natürlich bin ich das Pen-Tool und sowas ziehen. Schön. Schwarz füllen und dann ist es verschwunden. Was ihr auch machen könnt, ist es gar nicht schwarz zu füllen, sondern zum Beispiel grau zu füllen. Weil der Grauwert bedeutet auch, dass es weniger transparent ist. Es ist quasi
Weiß 100% sichtbar, Schwarz ist 0% sichtbar und alle Graustufen dazwischen sind halt 70, 60, 50% sichtbar. Das könnt ihr also auch noch spielen. Das klingt doch super. Soham. 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 So, jetzt wieder nicht vergessen, aus der Parallelwelt rauszugehen, zurück. Und jetzt nehme ich mir mal hier noch mein A. Das ist so ein bisschen verrutscht. Sperre mir wieder meine Schrift, damit ich da nicht dran rumfummel aus Versehen. Hoch damit. Okay. Ich gehe mal kurz in den Ansicht-Präsentationsmodus und schau mal. Ich glaube, ich finde das schon ganz cool soweit. Ich hoffe, meine Internetverbindung ist auch immer noch stabil. Aha. Okay, dann kopiere ich mir hier nochmal meinen Schatten. Leg mir den hier hin zum Beispiel unter das Haar. Wenn ihr was kopiert und einfügt, landet das immer ganz oben in den Ebenen. Dann müsst ihr das wieder unter das Objekt bewegen, was eigentlich dunkel werden soll. Oder in den Schatten werfen soll, sozusagen. Na. Und bei dem M, wolltest du ja gerade wissen, mache ich es einfach so. Jetzt bin ich gespannt. Ich stelle das einfach hier unter das kleine M. Ah, du machst dir das hier ganz einfach hier. Aber ich zeige euch trotzdem noch einen ziemlich coolen Trick, wie ihr richtig gute Schatten machen kommt. Jetzt kommt mitschreiben, ja? Ich wähle mir mein M aus. Wo ist denn mein M eigentlich? Ja. Ich brauche ein M. Ein M kaufen. Das da. So. Hab mir das jetzt kopiert. Jetzt gehe ich zurück in Photoshop. Wo ist es? Mhm. Da. Mach mir ein neues Dokument auf. Mein Fenster landet immer hier drüben. Und paste mir dieses M als Smart Object hier rein. So, das ist jetzt weiß, ihr könnt nichts sehen, kein Problem. Wir machen das Ganze schwarz, indem wir in die Fülloption gehen und sagen Color Overlay, schwarz, okay. Ach so, jetzt ist es auch noch gefüllt, kein Problem. Wir klicken hier unten drauf, doppelt. Dann öffnet es sich als einzelnes Objekt wieder in Illustrator und wir ändern einfach die Füllung. Ach, hier können wir es auch gleich schwarz machen. So. Dann drücken wir Speichern, schließen das. Es automatisch öffnet es sich wieder in Photoshop, hat sich aktualisiert. Wir haben ein schönes M. Jetzt gehen wir in Edit und sagen perspektivisch verzerren. Dann ziehen wir hier uns so eine Box auf, sagen Enter. Jetzt hat er das quasi gecaptured und sagt, so sieht es also aus, wenn es nicht verzerrt ist. Jetzt könnt ihr perspektivisch verzerren, indem ihr hier einfach an die Punkte geht und euch das so hinmacht, wie euch der Schatten quasi fallen sollte. Wenn wir hier mal in mein Dokument gucken, ja, okay, ich habe jetzt nicht so richtig eine Richtung, aus der das Licht kommt, können wir einfach machen, wie es uns gerade passt. Hast doch einen Schatten. Da ist ein Schatten hier, wie ich das möchte. Du hast doch einen Schatten hier. Und wenn ich hier weil das ein Smart-Objekt ist, kann ich immer wieder zurückgehen in diesen Effekt, dieses perspektivisch Verzerren. Ich mache das jetzt hier mal ungefähr so. Und jetzt kommt das Coole. Ich mache daraus jetzt ich auf Filter, gehe in die Weichzeichnerfilter, ist das in Deutsch, und dann auf Tilt-Shift. Mhm. Der Tilt-Shift-Filter ist eigentlich da, um Bildern so eine Tiefenschärfe zu geben. Damit könnt ihr richtig coole Effekte auf Fotos machen. Chan weiß das bestimmt. Das ist ein ziemlich geiles Tool. Ihr habt hier einen Pin drin, den könnt ihr euch verzerren und verschieben, wie ihr das gerne haben möchtet. Und der Punkt ist quasi von dort aus blendet es quasi in beide Richtungen. Ihr habt hier zwei Linien, ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Die eine Linie ist durchgezogen, die andere Linie ist gestrichelt. Zwischen dem Punkt und der ersten durchgezogenen Linie blendet nichts. Hier wird nichts weich gezeichnet. Und zwischen der durchgezogenen Linie und der gestrichelten Linie wird in dem Maße verzerrt oder weich gezeichnet, wie ihr hier oben bei dem Blur eingestellt habt. Wenn ich das also mal hier hochziehe, seht ihr, zwischen diesen beiden Punkten findet die Action statt. Was ich jetzt machen möchte, ist, diesen Punkt hier ein bisschen weiter runter zu ziehen, weil der Schatten beginnt genau da an den Füßen von dem M. Und im Hintergrund möchte ich, dass ab da alles weich gezeichnet wird. Und ihr könnt auch sehen, ihr könnt hier entweder oben an dem Schieberegler anfassen oder hier unten an dem Pin. Das ist genau derselbe Einstellungswert. So, jetzt sage ich okay, finde, das sieht cool aus. Bestätige das und jetzt ziehe ich mir dieses Objekt, ich mache es vorher noch in einem Smart-Objekt, sonst funktioniert es nicht, ziehe ich mir das hier in meine Library. Ich habe mir hier eine Library erstellt, die heißt SofaStream. Wenn ich jetzt zurückgehe in Illustrator, dann kann ich meine Bibliothek öffnen und hier ist es schon, hat es sich geupdatet. Jetzt kann ich das hier reinziehen
und habe diesen total coolen, realistischen Winston. Dieses schöne M hier. Das ist so ein realistischer Schatten, den ihr eigentlich so in Illustrator nur echt mit viel harter Arbeit und vielen Effekten und Weichzeichner und allem da hinkriegen könnt. In Photoshop ist das eine Sache von 2 Klicks, es sieht mega cool aus. Ich finde, das Tilt-Werkzeug ist ein super Werkzeug, um realistische Schatten darzustellen. Ich ziehe mir das jetzt wieder hier unter mein M und am besten auch unter den Pfad, so. Leider ist es jetzt, naja, ihr habt die Idee, es ist ein bisschen hinter dem Atem gelandet. Wenn man versteht, worum es geht. Und, genau. Und es zeigt halt auch ganz schön wieder genau hier, ne, warum es eben verschiedene Tools gibt und wie wichtig es ist, dass sie miteinander arbeiten können. Ne? Weil du kannst, genau wie du und jetzt gezeigt hast. Ihr seht, wie geil Illustrator mit Photoshop immer wieder hin und her kommuniziert. Das ist einfach super cool. Eben. Man muss also nicht zwangsweise immer nur in einem Tool arbeiten. Genau. Was wolltest du sagen? Die beiden mögen sich auch. Die sind gute Freunde. Genau. Ich stelle mir das jetzt im Aussehen noch hier auf Abdunkeln. Ja, auf Abdunkeln. Dann passt es sich so ein bisschen an. Nehmen die Deckkraft noch ein bisschen runter. Jetzt geht mein Schieberegler wieder. Manchmal hat man einfach Glück. Und genau so macht ihr euch einen super coolen Schatten. Ich blende den mal kurz aus. Ihr seht es. Ich habe jetzt das M hier unten. Ist noch maskiert, aber ihr habt die Idee, ne? Super coole Sache. Alright. Ja, sehr, sehr cool. Der Jürgen hat eben auch nochmal gefragt, der Dunstschweif beim O müsste doch eigentlich hinter dem schwarzen Schwung sein, oder? Ah ja, genau, da hast du recht. Den müsste man eigentlich auch noch ausmaskieren. Das Angleichen, das muss nach. Ich kann es einfach hinter den Pfad ziehen. Dann ist es oder so. Oder so. Alright. Jetzt kann ich nur überlegen, ist mir dieser weiße Strich hier auf meinem Atemzug, ist der mir eigentlich vielleicht zu hell? Dann könnte ich den anwählen, weil cool, es ist alles editable, es ist alles noch da, es ist quasi Live-Action. Ich könnte ihn gelb machen. Ich kann sagen, vielleicht will ich ihn lieber orange haben oder rot oder dunkellila oder hellblau. So haben. Ich finde, es sieht schon ziemlich entspannt aus. So gefällt mir das. Okay. Ich sperre den wieder. Ah, und dann nehme ich mir hier nochmal diesen Pfad, den ich am Anfang gezeichnet habe. Und ich überlege, ob das vielleicht cool aussieht, wenn ich mir den nochmal extra hinlege. Ich habe mir den jetzt kopiert, speichere mir den wieder da an dieselbe Stelle. Oh, Beachball der Hölle erscheint, das dauert einen Moment. Hier ist er. Der hat jetzt auch die Maske. Die Maske möchte ich hier aber für den nicht, daher schmeiße ich die weg. Ihr seht, dann löst er das auf, das Ganze verschwindet und ich nehme die Maske einfach raus, schmeiß die weg und ich möchte auch den Gosch im Blur nicht haben. Und jetzt ist es einfach nur der Pfad. Und als ich angefangen habe, vorhin mit dem breiten Werkzeug diesen Pfad zu verändern, könnt ihr hier sehen, hat er hier mir oben quasi so ein Pinsel Silhouette erstellt. Und ihr müsst wissen, wenn ihr dieses Breitenwerkzeug benutzt, könnt ihr euch auch eigene Pinsel herstellen. Weil das ist genau das, was Illustrator hier tut. Ihr könnt einfach verschiedene Breitenprofile benutzen. Und das mit dem Breitenwerkzeug könnt ihr quasi eure eigenen Profile erstellen. Ich nehme jetzt mal was ganz Einfaches, so wie das hier. Mache mir den ein bisschen dünner. Und jetzt schaue ich mal, das sieht eigentlich ganz cool aus, wenn der hier so dran runterläuft. Und ich könnte aber auch dem Ganzen einen Verlauf geben. Dazu muss das Verlaufskästchen im Vordergrund sein und dann wähle ich mir hier einfach mal einen an. Und ihr seht, Illustrator hat einen Verlauf erstellt von links nach rechts. Das heißt, der Pfad, wenn er sich nach links bewegt, ist er gelb, wenn er sich nach rechts bewegt, ist er orange. Ich kann aber auch sagen, dass er sich am Pfad entlang arbeiten soll. Wenn ihr das jetzt seht, seht ihr, von oben nach unten wird es entwickelt sich quasi der Verlauf, wie ich ihn quasi geschrieben habe. Er wird gelb, wird langsam orange und dann rot. Ich kann aber auch sagen, dass er sich am Pfad quasi von links nach rechts bewegen soll, und zwar auf der Pfadkontur. Ich weiß nicht, ob Illustrator mir da jetzt abschmiert, wenn ich das probiere. Hier seht ihr es. Es ist quasi auf der Pfadkontur. Ja. Also ihr habt 3 verschiedene Möglichkeiten, mit dem Pfad zu arbeiten. Ich finde das jetzt ziemlich cool. Nochmal zum Verständnis. Die Leiste, die du jetzt da rechts siehst bei Verlauf. Genau. Diese Leiste von Gelb, vom Spektrum Gelb bis zum tiefen Rot, das spiegelt aber auch die Breite des Bildes normalerweise, beziehungsweise des Pfades wieder, richtig? Das ist, genau, das Maximal des Pfades. Desto breiter der Pfad, nicht genau. Das Bild. Aber davor war es ja bezogen auf den Hintergrund, bevor du es jetzt umgestellt hast. Auf die Arbeitsfläche. Dann ist immer noch bezogen auf den Pfad. Das heißt, auf den Gesamtpfad, okay. Genau.
der ausgewählte Pfad. Das linkeste vom Pfad ist quasi der Nullpunkt des Verlaufs. Ich hoffe, das macht okay. Sinn. Genau, okay, verstehe. Und danach hast du es jetzt umgestellt auf die Linienführung im Pfad selbst. Am Pfad, genau. Am Pfad entlang. Okay. Genau, weil das ist nämlich so ein Thema mit dem Verlauf, muss ich zum Beispiel selbst zugeben. Da habe ich mich früher immer schwer getan, zu verstehen, wo fängt das jetzt an und wo hört das auf und wieso gibt es so viele Regler unten. Ja. Ne? Und was macht das eigentlich alles? Da muss man einfach rumprobieren. Da muss man einfach spielen. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, um das alles zu entdecken. Nehmt euch einfach die Zeit und probiert damit rum. Genau das. Und ich lege da jetzt auch nochmal so ein bisschen Blur drauf. Mal gucken, wie das aussieht. Das finde ich ziemlich cool. Und ich könnte das natürlich auch in einen anderen Blending-Modus geben. Vielleicht sieht es cool aus mit farbig abwedeln. Ja. Christine ist übrigens auch da. Hello, Christine. Nice. Und sie sagt, der Verlauf ist genial. Ja, cool. Genial. Ich sehe gerade, dass mein M-Atem auch irgendwie hinten liegt. Das liegt ganz oben. Ich schmeiß das mal dahinter. So. Cool. So. Okay, ich sperre mir das alles mal an. Jetzt mache ich mir hier, nehme ich wieder mein Pen-Werkzeug. Jetzt kommt der Spezialtrick. Oh ja. Jetzt nehme ich mein Pen-Tool und mache hier mir noch so ein bisschen Formen, einfach nur so wubbelig weich. Aha. Versuch mal, die zu schließen. Wenn ihr an einem Pfad herummalt und der schließt sich nicht, dann könnt ihr eigentlich nochmal da so drüber gehen und dann schließt er das für euch. Super cooles Tool. Habt ihr gesehen? Es war offen. Ich verbinde die beiden und er sagt, aha, okay, da möchtest du es haben und jetzt ist es quasi geschlossen. Zack. Zack. Und auch hier gehe ich jetzt wieder auf mein Verlaufswerkzeug, nehme mir meinen, wie heißt es, Freihandverlauf. Und schieb mir den nach hinten in den Hintergrund vor meinen Background und guck mal, was ich noch so an Effekten rausholen kann. Da gehe ich auch wieder hier in den Blending-Modus, vielleicht farbig abwählen, das ist zu hell, einfach mal ausprobieren. Das sieht ganz cool aus. Es ist so schön, dass du das so ganz entspannt so von dir gibst und alle so, okay, ja. Ich entdecke jetzt alle Sekunden was Neues und ja. Ja, einfach nochmal in Ruhe. Einfach nochmal in Ruhe. Lass euch mal, genau, ich gebe euch mal hier noch was und hier noch was und hier noch was. So, genau, aber wie du gesagt hast. Das sieht cool aus. Es gibt denen noch so ein bisschen Räumlichkeit, finde ich. Mhm. Und ich versuche mal das mit dem Pen-Tool hier, dass ich dem ganzen Atem noch so ein bisschen Schatten geben kann. Ich mache das hier auch wieder zu. Na, komm, so. Gib dem wieder einen. Ich klicke immer auf das falsche Feld. Wieder einen Verlauf. Dr. Jack den Hyde sagt, das Bild vereint die Pantone Colors of the Year 2018-2019. Oh, cool. Das ist mir ganz unbewusst passiert. Achso, wenn ihr einen Verlauf anwenden wollt, muss das Objekt vorher eine Füllfarbe haben. Sonst streikt Illustrator. Er sagt, was willst du von mir? Verlauf, der hat ja nicht mal eine Farbe. So. Packen wir das wieder nach hinten. Und wieder auf einen schönen Blending-Modus, weiches Licht vielleicht, oder multiplizieren, oder aufhellen, farbig abwählen, nein. Alles cool. Und dann mach du erstmal fertig, sorry. Lege ich mir auch wieder bloß einen Blur drüber, damit das schön weich aussieht. Blur. Blur Sound as much as you can. Der Teamster sagt, das Weiß der Buchstaben ist ihm irgendwie ein bisschen zu dominant. Ah, das finde ich jetzt ein ganz guter Einwand. Lass uns mal sehen, was wir da tun können. Das Geile vielleicht auch bei dem, ja? Vielleicht auch bei dem M da unten gerade, ne? Weil das ja auch genau über dem... Ja, ist genau in der Mitte, ne? Aber was würdest du sagen, was ist das Geile? Erzähl uns das Geile. Das Geile ist, dass es ja immer noch Schrift ist. Das heißt, wenn ich das Objekt anwähle hier hinten, dann kann ich im Aussehenfeld hier gucken, es hat immer noch Zeichen, es ist immer noch editable. Ich könnte auch einfach hinschreiben, Chan. Oh Gott. Es ist immer noch Text, es ist immer noch alles da. Übrigens ist es ein richtig guter Weg, Schrift auszuwählen. Vor allem, wenn ihr mit dem Blending-Tool arbeitet und Dinge ineinander verfließen. Es geht auch mit Schrift, es geht auch mit editierbarer Schrift, die noch nicht in Pfade umgewandelt ist. Da kann es ein Pain in the Ass sein, wenn man den
versucht sich da durchzuklicken und den Pfad zu erwischen und den Text zu ändern. Dann geht einfach, wählt es einfach in der Ebene an, geht in das Aussehenfenster und klickt hier oben auf das, mit Doppelklick auf das Zeichen, dann habt ihr den Text ausgewählt und könnt einfach tippen. Super einfach. Mhm. So, jetzt gucken wir mal, wir wollten eine andere Farbe. Hä? So haben wir eine Farbe. Was denn so oder so? Ihr könnt die Farbe doch gar nicht ertragen. Ihr könnt es doch gar nicht aushalten. Und auch hier cool. Ich glaube, wir versuchen mal. Darf ich schon den 10-Minuten-Joker ziehen? Ja, ich gebe dir 7 Minuten. 7 Minuten, alright, cool. 7 gebe ich dir. Let's make it. Ich wähle mir das aus und kopiere mir das wieder an dieselbe Stelle. Ich will nämlich immer meinen Text behalten. Das ist so ein kleiner Sicherheitsupdate. Und jetzt wandle ich mir das doch um in Flächen und Objekte. Jetzt ist es keine Schrift mehr, jetzt sind es nur noch Objekte. Die sind gruppiert. Ich klicke jetzt doppelt drauf und gehe quasi in den Isolationsmodus dieser Objekte. Jetzt wähle ich mir alles aus und sage, ich möchte auch hier einen schönen Verlauf haben. Bin mir jetzt nicht sicher, ob Freihandverläufe bei mehreren Objekten gleichzeitig funktionieren. Ich glaube nicht. Da können wir aber mit dem linearen Verlauf viel machen. Ich nehme mir mal einen anderen aus, weil der gefällt mir nicht. Vielleicht den und dann eine andere Farbe. Vielleicht das. Ups. Ah, ist ein bisschen tricky, wenn ihr den Verlauf ausgewählt habt. Hier klickt ihr, um die Farbe auszuwählen. Jetzt könnt ihr unten auf das Eyedropper-Tool gehen und jetzt sucht euch einfach das hier aus. Und dann seht ihr, er springt mir immer zurück und will mir eine Farbe draus machen. Das ist ein bisschen... Das wollen wir aber nicht. Das wollen wir ja gar nicht. Am besten, das wollen wir nicht. Am besten, ich nehme mir den mal und packe mir den einfach in meine Swatches. Swatches. Globales an, okay. Und dann wähle ich mir die wieder alle aus, gehe in den Verlauf und kann jetzt hier über meine Swatches mir den schicken Verlauf nehmen. So. Und jetzt seht ihr ja, jeder einzelne Buchstabe hat einen eigenen Verlauf. Sieht irgendwie nicht so cool aus. Ich mache das Ganze eher mal so komplett drüber. Denn wenn ihr die alle ausgewählt habt und nehmt dann das Verlaufswerkzeug, wie ihr das immer macht, ihr zieht einfach den Verlauf auf, zieht ihr einfach einmal komplett drüber und ihr seht, es hat einen Effekt auf alle einzelnen, also auf alle gemeinsam quasi. Die haben alle denselben Verlauf. So. Ein ausgeglichener. Jetzt ist er fast weg. Da so. Oben. Und jetzt mache ich mir quasi die Schrift darunter wieder an. Die ja noch weiß war. Und jetzt habe ich, hab ich hier einen Verlauf über diese Buchstaben. Und ich muss mal gucken, ich muss mal kurz ein bisschen meine Ebenen aufräumen, was das hier eigentlich alles ist, was ich hier gebaut habe. Das ist das H. Und hier kommen wir auch wieder zum Punkt, benennt eure Ebenen irgendwann während eures Workflows, sonst seht ihr einfach alt aus. Genau. Wenn ihr mehr als eine Stunde Zeit habt, natürlich. Das ist jetzt alles nur im Zuge des Krieges mit diesem Arbeitsformat. Wir reiten hier durch. Genau. Ist dein Pferd tot, steig ab oder benenn deine Ebenen. Okay, was ich noch machen könnte, wäre, ich nehme wieder meine Schrift und kopiere mir die, sperre mir die Ebene. Hier oben habe ich jetzt meine neue Schrift. So, die wandle ich mir jetzt auch wieder um, umwandeln, Objektfläche. Jetzt nehme ich Alt, klick drauf und ziehe mir das ein Stück nach hinten in die Richtung. So. Und jetzt nehme ich mir die beiden neuen Schriften und blende die wieder miteinander. Und es ist nicht passiert. Warum? Moment. Weil meine Blending-Optionen festgelegte Stufen hat. Ich möchte so viele wie möglich. Okay. Tut's was? Kann sein, dass ich die falsche Ebene ausgewählt habe. Gute Frage. Mach mal alles aus. Dein O ist auf jeden Fall verschoben. Ich klicke mal auf. Ich glaube, das Problem könnte sein, dass es Gruppen sind. Christine sagt auch, man kann die Objekte auch mit dem Zauberstab auswählen. Ja, das stimmt. Das ist ein super Tipp. Den habe ich von Monika Gause gelernt. Die Monika, das hier. Die hat auch Sachen rausgehauen, da denkst du dir. Was? Als ich neben ihr gesessen habe bei ihrem Tutorial, bei ihren Live-Tutorials, habe ich auch nur so, okay, da flattern dir die Ohren, oder? Okay, wow. Meine Welt bricht gerade zusammen und erformt sich komplett neu. Okay, wow.
Was ich mache ist, ich werde einfach mal mit dem, ich habe es zurückgewandelt, werde jetzt mal ein paar Pfeile einfach alles zusammenfügeln. Hoffen, dass mir das was bringt. Manchmal ist einfach mal rumprobieren, gucken, woran es liegen könnte. Ja. Dinge rückgängig machen. Dabei ist alles. Dabei ne? sein ist alles. Was lernen ist alles. Genau. Und Heid sagt, ha, auf der Ebene mit dem toten Pferd gelandet. Ah, genau. Da haben wir es. Alright, cool. Jetzt hat's geklappt. Jetzt haben wir hier die 70er Jahre Magic drin. Disco Fever. Wie kriege ich das? Ah, okay, er hat mir jetzt auch die Maske weggeschmissen. No problemo. Ich schmeiß mir das alles mal hier dahinter. Disco. Das könnte als auch ein Plakat für Silvester sein. Welcome to 1970. Klick da mal rein und verschieb mir das. Sehr cool. Weil ich ja, das nicht so tief haben möchte. Es ist immer so faszinierend zu sehen, wie man mit einfachen Mitteln so tolle Effekte erzielen kann. Ne? Absolut. Die werden wir hier Stück für Stück auseinandernehmen. So ham. Auf Englisch. So viel Schinken. So Schinken, genau. Oh Mann, das ist voll Schinken, ey. Voll schinkig. Du bist so dufte, so Schinken. Okay, jetzt habe ich die Deckkraft auch ein bisschen runtergenommen. Was ich jetzt machen muss, ist dem Ding, was ich gerade erstellt habe mit der Dreidimensionalität, das war ein Blend übrigens, dem dieselbe Maske zu geben wie meiner Schrift. Das heißt, ich wähle die Schrift an, gehe hier in die Maske, wähle alles aus mit Command A, kopiere das, gehe zurück aus der Maske, gehe wieder auf mein angeglichenes Objekt, was dahinter liegt, erstelle eine Maske, gehe in die Maskendimension und paste alles hinein. So, und jetzt seht ihr dieselbe Maske, derselbe Effekt. Dritte dreidimensional. Zurück aus der Maskenwelt und hinaus in die normale Welt. Juhu. Jo. Sehr, sehr cool. Bist du fertig? Ich glaube, wir haben's. So haben's oder wir haben's? So haben's. Sehr, sehr cool. Was meint ihr, liebe Freunde? Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Fülle an Tipps und Tricks gewesen, die man sich auf jeden Fall nochmal anschauen kann. Ja. Sehr, sehr cool. Ja, Hyde sagt auch, cool. Und ich denke, da kommen gleich auch noch ein paar Sachen. Ich habe noch einen Tipp für euch, jetzt im Anklang, wenn ihr jetzt praktisch sagt, ihr seid so weit, wie die Julia jetzt gemacht hat, weil das ist nämlich wahnsinnig schön. Was jetzt kommt, wäre noch der technische Schritt. Den kann ich euch nur ans Herz legen. Und zwar geht es jetzt darum, wenn ihr das Ganze ja als Wallpaper anlegen sollt oder wollt. Ne? Und jetzt aufgrund der Zeit wäre das jetzt praktisch nochmal ein Step danach. Aber was ich euch empfehlen kann, ist, macht euch einen Screenshot von eurem Handy, vom Sperrbildschirm und legt den da drauf für das Overlay, weil gerade beim iPhone zum Beispiel, ich zeige es euch mal hier, ihr habt erstens diesen Notch hier, ne, diese schwarze Fläche und ihr wollt ja, dass natürlich in dem Bereich keine Sachen drin sind. Das zweite ist, und zwar, das ist nämlich das Wichtige, hier habt ihr die Uhrzeit. Ich mach's nochmal auf, ne, Uhrzeit. So, heißt nämlich, jetzt gerade mit den hellen Schriften und Co., ihr wollt ja nicht, dass solche Sachen sich überlappen, weil dann geht das nämlich ein bisschen unter und das dritte, das ihr beachten solltet bei den neueren Handys, genau. Yeah. Julia hat es genau schon richtig gemacht. Perfekt, ne, direkt runter. Und was man jetzt noch beachten könnte, das wird jetzt bei dir jetzt auch wahrscheinlich nicht so das Problem sein, aber auch für euch im Hintergrund zu beachten, gerade bei iPhones, die haben ja einen perspektivischen Wechsel. Das heißt, wenn ihr das iPhone schwenkt, bewegt sich das Bild ja auch mit, je nachdem, wie groß ihr das angelegt habt oder wie stark ihr reingezoomt habt. Das heißt also, auf jeden Fall immer noch ein bisschen Sicherheitsabstand zu den User-Interface-Elementen lassen. Dann seid ihr auf der sicheren Seite, wenn es um das Einbinden von dem Hintergrund geht. Weil das passiert zum Beispiel auch. Krass, nächste Woche. Nix da. Nein, bei iPhone ist es so, aber auch bei Android ist es natürlich so. Da habt ihr natürlich auch ganz viele Overlays. Also völlig unabhängig, was für ein Endgerät ihr benutzt. Es geht nur darum, dass ihr euch vorher das Overlay anschaut von eurem Gerät und auch zum Beispiel bei einem Samsung oder bei einem Huawei oder Xiaomi Handy, die jetzt mittlerweile zum Beispiel nur noch die Kameras eingebaut haben vorne, ist es trotzdem gut zu wissen, wo das ist, falls ihr da ein wichtiges Element habt, dass ihr das vielleicht ein bisschen anders verschiebt, damit sich das nicht überlappt. Ne? Freunde,
Cool, sehr, sehr cool. Ja, genau, jetzt sollen alle iPhone. Nee, jetzt fängt schon hier diese iPhone-Android-Debatte an. Nein, du hast die Büchse der Pandora geöffnet. Da wollen wir gar nicht hin, Freunde. Das gilt für jedes. Genau, das gilt für jedes Handy, für jede Hardware. Es ging nur darum, dass Julia jetzt ein iPhone hat und deswegen habe ich es nur am Beispiel von dem iPhone erzählt. Android genauso, von daher. Genau, und was noch wichtig wäre, das haben wir jetzt ja auch am Anfang gemacht, guckt euch die Auflösung an von eurem Handy. Ne, gerade die neueren Handys haben, wie wir gemerkt haben, auch eine etwas andere Auflösung als die Standardelemente. Und damit das Ganze nicht verpixelt bzw. optimal von der Auflösung an euer Handy angepasst ist, macht das natürlich Sinn. Cool. Danke, 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 Julia. Das danke, war super danke cool. Euch. Hat Spaß gemacht. Ja, ab nächste Woche kannst du dann wieder rüber auf den Posten, auf dem ich gerade sitze. Ja, dann nehme ich wieder deinen Stuhl. Genau. Teamster sagt auch, gerne wieder, Julia. Kerstin sagt mal wieder, klasse. Danke euch. Danke fürs Zusehen. Ecki, Sven, alle sagen danke. Ich hoffe, ihr seid maximal inspiriert und geteacht. Wunderschönes Beispiel. Ich denke, da sind wir uns alle einig, Freunde, oder? Und immer atmen nicht vergessen. Genau, genau. Sehr, sehr cool. Auf jeden Fall sehen wir uns dann morgen wieder, liebe Freunde. Und also mit dem deutschen Stream um 11 Uhr, wie immer. Da werden wir auch einen weiteren Stream machen mit einer Fortsetzung, nämlich dem Klaus. Da werden wir den Klaus Schawinski wieder da haben. Und der wird uns nochmal eine super coole Reihe zeigen an Dingen zu seinem Thema, nämlich zu, ich will es jetzt nicht Sketching nennen, weil es ist nicht Sketching, sondern es ist eigentlich eine ganze Fülle und Bandbreite an Sachen, die dieser Mann macht. Guckt euch auf jeden Fall den Stream von ihm von vor ein paar Wochen an, weil da waren wir echt alle baff. Wir haben alle nur mit offenem Mund da so gesessen und gedacht, okay, was hast du eigentlich nicht gemacht, Klaus? Sehr interessant auf jeden Fall. Morgen geht's weiter um 11 mit Klaus, wie gesagt. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich auch später noch in Discord auf discord.gg/adobelive.de. Mit der Julia ist natürlich auch immer überall dabei. Genau, ansonsten geht es hier heute noch, falls ihr nicht genug habt, weiter mit den englischen Streams um 13 Uhr. Vielen Dank, Julia. Vielen Dank, Leute im Chat. Ich danke. Macht's gut. Bis morgen. Ruht euch aus. Viel Spaß. Lasst euch gut gehen, ja. Tschüss. Macht euch Wallpaper. Ja, teilt sie auf Discord. Das kannst du mal teilen auf Discord, genau. Das mache ich, könnt ihr euch gerne sehr so cool. Hammeln. Sehr cool, danke. Danke, danke, danke. Tschüss. Tschüss.